Ein Volltreffer und ein Totalausfall. Wir zeigen dir unseren Messeloot. Ja, wir waren für euch auf der Spiel 23 in Essen und haben über 30 neue Spiele mitgebracht. Nur bei einem haben wir leider ziemlich daneben gegriffen. Die Spiel 23 kommt mit 193.000 Besuchern fast wieder an die Marke von 2019 ran. Das haben wir bei den extrem langen Schlangen an den Ständen gemerkt, aber vor allem bei angesagten Spielen wie Apiary, Zug um Zug Legacy oder natürlich Disney Lorcana. Und im neuen Hallenkonzept wurden auf über 65.000 Quadratmeter über 1.700 Neuheiten vorgestellt. Und wir hatten 15 Spiele auf unserer Hotness-Liste, aber naja, es kam, wie es kommen musste. Wir mussten uns extra einen Mietwagen nehmen, damit wir dann noch über 30 Spiele mit nach Hause karren konnten. Neben den ganzen großen Spielen, die man jetzt bald auf vielen Kanälen auf YouTube sehen wird, haben wir uns dieses Jahr auch ein paar kleinere Spiele mitgenommen. Und ein Stand hat uns dabei echt überrascht, denn die Itten Games kannten wir schon aus Japan. Und Itten hatte zusammen mit Oink Games einen Stand in Essen. Und da haben wir uns noch zwei weitere Itten Games geholt, sodass wir jetzt drei zu Hause haben. Bei einem haben wir aber leider komplett daneben gegriffen. Ja, aus Japan kannten wir schon das Viking Seesaw. Das ist ein wirklich lustiges Balance-Spiel, bei dem man Teile mit unterschiedlichen Gewichten balancieren muss. Und wenn auf einer Seite des Schiffes zu viel Ballast ist, dann kippt das und man bekommt Strafpunkte. Ist wirklich lustig und kann man auch gut mit mehreren Personen spielen. Ein bisschen was von Jenga. Und beim zweiten Spiel, da muss man statt zu balancieren einfach nur richtig schnell sein. Das Würfelspiel Ninja Master verlangt nämlich gleich drei Disziplinen von dir, die du am besten auch noch zeitgleich beherrschen musst. Erstens, greife so schnell wie es geht die Figur, bei denen die zugehörigen Würfel die meisten Punkte anzeigen. Zweitens, achte darauf, dass du keine Figuren nimmst, bei denen Wolken gewürfelt werden, denn jede Wolke kehrt die Würfelpunkte um. Und drittens, zähle die korrekte Anzahl aller gewürfelten Ninjas und rufe die Zahl laut aus, um die aktuelle Runde zu beenden. Macht echt viel Spaß, super lustiges, schnelles Absackerspiel. Bisschen verwirrend ist es auch, aber ich glaube, das macht es auch aus. Also es ist richtig cool, nur leider beim dritten Spiel, da haben wir komplett daneben gegriffen. Irgendwie habe ich da beim Erklärer nicht richtig zugehört und dann auch nicht mehr Probe gespielt. Bonfire Party war am Sonntag nämlich schon fast ausverkauft und ich habe halt gedacht, das sieht irgendwie cool aus und du nimmst es einfach mit. Aber naja, ein Spiel mit unnötig großen Streichhölzern, die man in seiner Hand verstecken muss. Aber die Dinger passen halt auch nicht richtig in kleine Hände. Kooperativ soll man dann bei dem Ganzen als Team eine bestimmte Anzahl an roten oder blauen Streichhölzern in der Hand haben, darf sich dabei aber nicht abstimmen oder sprechen. Es weiß also nicht wirklich überhaupt jemand, wer was hat. Und naja, es ist so ein bisschen Schere, Stein, Papier-Feeling, was da vielleicht aufkommt. Komplett random. Mehr aber auch nicht. Und warum das am Sonntag ausverkauft habe, ich habe keine Ahnung. Und ja, so wirklich verstanden habe ich das Ganze nicht. Ausverkauft heißt also nicht immer gut. Wobei ein Spiel, das auch ausverkauft war, war ein Messe-Highlight, das wir vorher schon recherchiert haben, dann direkt in unserem Airbnb gespielt und das uns richtig gut gefallen hat. Geht also in beide Richtungen. Unser Tipp, es lohnt sich, wenn du dir die Spiele vorher schon mal anschaust, zum Beispiel hier bei uns auf dem Kanal oder sie auf der Messe direkt anspielst, bevor du so einen Fehlkauf in der Tasche hast wie wir. Na gut, es gibt aber noch zwei Ausnahmen. Bei Gamebrawl zum Beispiel gab es ein Spiel, das hat erst 15 Euro gekostet und während der Messe ist das immer billiger geworden. Erst 10, 5 am Ende haben wir es am Sonntag für 1 Euro mitgenommen. Mega Schnapper, da haben wir nicht lange gefackelt und das hat uns im Vergleich zu dem doch etwas teureren Spiel von Itten Games doch echt überrascht. Lass dich bei diesem Spiel nicht von dem Cover blenden. Artwork und Thema von Architekture sind nämlich etwas strange. Auf dem Cover sieht man irgendwie Elfe und Zauberer und Schlösser, die durch die Luft schweben. Und auf der Rückseite steht dann aber irgendwie sowas wie: Die namhaftesten Architekten haben sich versammelt, um eine prunkvolle Stadt mit den schönsten Theatern etc. zu errichten. Also, was sind wir jetzt? Sind wir Zauberwesen? Sind wir Architekten? Man weiß es nicht. Der Look der Karten hat dann auf jeden Fall nichts Magisches an sich, eher so 0815-Gebäude.
Aber die Spielmechanik ist interessant. Man platziert nämlich Gebäudekarten, die an jeder der vier Kanten eine Zahl stehen haben. Und die oberste Zahl gibt die Grundstärke des Gebäudes an, was auch den Siegpunkten entspricht, die man am Ende des Spiels mit diesem Gebäude bekommt. Und Gebäudekarten können im Laufe des Spiels gedreht werden und verändern dann ihre Stärke bzw. Siegpunkte. Wenn zum Beispiel der Gegner eine Karte rechts neben meinem Gebäude anlegt, wird mein Gebäude gedreht und geschwächt. Und zusätzlich haben die Karten, die man ausspielt, auch noch Effekte. Man kann damit die Position von Karten tauschen, Karten des Gegners zerstören, eigene schützen. Ja, es funktioniert gut, das Spiel dauert auch nicht zu lange, man kann es gut in den Urlaub mitnehmen. Wenn man die etwas zu groß geratene Box zu Hause lässt. Das geht echt gar nicht, die Box. Ja, das Spiel hat viel Interaktion und den günstigen Preis ist es auf jeden Fall wert. Ihr bekommt es jetzt auch noch online für 5 bis 6 Euro und ich glaube, da kann man nicht viel falsch machen. Es zahlt sich auch total oft aus, bei den asiatischen Ständen auf der Messe vorbeizuschauen. Da werden Spiele vorgestellt, die man sonst in Europa noch nicht bekommt oder die im Vorfeld einfach noch ziemlich unbekannt sind. Die zweite Ausnahme, die wir einfach so mitgenommen haben, war nämlich Barrel Dice. Das ist ein Spiel, was wir von Korea Games mitgenommen haben und einfach ein ziemlich lustiger Lückenfüller. Einer spielt dabei den Barkeeper und der würfelt mit Bierfässern. Und jene Fässer, die dann stehen bleiben, geben Bier, so viel wie draufsteht. Und nach dem ersten Wurf des Barkeepers entscheiden die anderen Spieler, die Kneipenbesucher, wie viel Bier sie vom Barkeeper bestellen wollen. Und dabei müssen sie abschätzen, wie viel Bier es am Ende überhaupt geben wird, wie viele Fässer stehen bleiben werden. So, nachdem der Barkeeper dann noch ein paar Mal gewürfelt hat und alle Bestellungen da sind, schaut man, ob genug Bier für alle da ist. Falls ja, bekommt jeder genauso viel Bier, also auch Punkte, wie er bestellt hat. Wurde aber zu viel Bier bestellt, dann wird der gierigste Spieler, der am meisten bestellt hat, bestraft. Ja, es ist also ein witziges Push-Your-Luck-Spiel mit einem Bluff-Element. Der Barkeeper kann nämlich auch jederzeit aufhören zu würfeln, um den gierigsten Spieler in die Pfanne zu hauen. Und dann bekommt zwar der Barkeeper selber auch weniger Punkte, aber hey, solange der andere noch weniger bekommt, ja, ist auch egal. Ja, und nachdem wir das Spiel gekauft haben, sind wir dann drauf gekommen, dass es das Spiel tatsächlich schon mal gab bei Zoch unter dem Namen Polterfass. Wenn ihr euch das Spiel also holen wollt, vielleicht bekommt ihr sonst auch noch diese Zoch-Variante auf dem Sekundärmarkt. Ja, man kann also auch mal Glück haben bei dem, was man so einpackt. Aber grundsätzlich lohnt sich das Recherchieren im Vorfeld zu so einer Messe eigentlich schon. Und unser Top-Spiel von denen, die wir zumindest bisher gespielt haben, ist schon lange auf unserer Wunschliste gewesen. Und ich glaube, das Warten hat sich gelohnt. Ja, jetzt kommen wir endlich zu unserem Highlight. Dabei sind Thema und Optik echt außergewöhnlich. Man fängt und zähmt Drachen und Fabelwesen, mega schön gezeichnet, in Veil of Eternity von Mandu Games. Ja, Drachen zähmen leicht gemacht. So in etwa, aber so leicht ist es gar nicht. Ja, was ich auf jeden Fall schon mal cool finde an dem Spiel ist, es gibt schon am Anfang Interaktion zwischen den Drachenjägern, da man diese Wesen erst mit einem gewissen Auswahlmechanismus sichern muss, bevor man sie dann den anderen wegschnappen kann. Und dann kann man sie zuerst zähmen und dann in die eigene Auslage packen. Ja, dadurch bekommt man dann Effekte und kann coole Combos triggern, ein bisschen wie bei Fantastische Reiche. Und je nach Wesen in seiner Auslage punktet man unterschiedlich. Zum Beispiel, wenn man mehrere Karten einer bestimmten Farbe gesammelt hat oder eines bestimmten Symbols. Oder wenn man in seiner Auslage viele unterschiedliche Kartentypen hat. Und man punktet nicht erst am Spielende, sondern auch rundenweise. Dadurch entsteht dann auch oft so eine Art Kopf-an-Kopf-Rennen irgendwie. Und außerdem gibt es noch ein paar Karten, mit denen man sich auch gegenseitig Punkte wegnehmen kann. Ja, und ich hatte auch mal ein Wesen, bei dem ich dann selbst Minuspunkte bekommen habe, wenn ich auf der Siegpunktleiste zu weit vorn war und bin dann wieder auf der Leiste nach hinten gerückt. Das ist auch spannend gemacht. Irgendwann habe ich dieses Wesen dann freigelassen. Das muss man nämlich auch in diesem Spiel zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Wesen freilassen und durch andere Wesen ersetzen. Ja, und man lernt auf jeden Fall bei jeder Partie dazu und das gibt irgendwie dem Spiel einen hohen Wiederspielreiz. Lange dauert das Spiel auch nicht. Ja, und was ich auch sehr cool finde, jedes dieser Wesen ist unique. Jede Zeichnung und Fähigkeit gibt es nur einmal im ganzen Spiel.
Also ein ziemlich cooles Gesamtpaket. The Veil of Eternity kommt Anfang nächsten Jahres auf Deutsch. Und wer es nicht mehr erwarten kann, bekommt es auch jetzt schon online. Da könnt ihr euch echt drauf freuen. Apropos Spiele, auf die ihr euch freuen könnt. Wir haben auch einige sehr coole Zwei-Personen-Spiele auf der Messe mitgenommen und gespielt. Die meisten auch schon auf Deutsch erhältlich. Und wir verraten euch auch da natürlich unser Fazit. Lasst uns auch gerne ein Abo da, wenn ihr noch mehr Videos von uns sehen wollt. Und wir freuen uns auf euch. Bis bald.